Hallo und ein herzliches Willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. Beziehungsweise, wenn es einige sehen, wird es wahrscheinlich schon wieder neuer sein, weil das Video sowieso eine halbe Ewigkeit braucht, bis es hochgeladen ist. Aber egal, jedenfalls ist es jetzt hier am 31.12. von mir erstellt worden. So was wie eine Art Silvesteransprache. Ich würde schon sagen Neujahrsansprache, aber wir haben ja noch kein Neujahr. So, ich werde erstmal mit dem hier anfangen, obwohl es eigentlich unwesentlich ist. Mein Silvestereinkauf. Erschreckt mich. Das Ganze ist nicht unbedingt gerade besonders ausgeprägt. Und da hätten wir einmal Likör-Kirschpralinen. Die hier. Die sind übrigens nicht für mich, die sind für meinen Schwager? Nee, ich weiß gar nicht. Für meiner Schwester oder Freund, wie nennt man das? Muss ich mal rausfinden. Das gleiche noch einmal. Das ist für meine Schwester. Die mag die nämlich. Und dann das hier noch. Also die Moncherie, die sind für meine Schwester. Und das hier, gute Geister in Nuss. Mit sich in Likörsorten. Ich persönlich finde das furchtbar, das Zeug. Ich finde es absolut schrecklich. Aber meine Schwester braucht, beziehungsweise, ja, die wünscht sich sowas. Und da sage ich mal nicht nein, die hat doch so eine Pflanze bekommen. Also bekommt doch eine Pflanze. Ich habe übrigens auch meine neue Kamera noch nicht bekommen. Ich habe überhaupt noch gar nichts bekommen zu Weihnachten, genau genommen. Bis auf das, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe, hier mit dem Karton von meiner Oma, mit dem ganzen Süßkram. Weil ich überhaupt noch gar nicht dazu gekommen bin zu feiern. Ich musste Weihnachten arbeiten, habe jetzt einen Tag frei und morgen nochmal einen Tag frei und dann geht es schon wieder weiter. Aber es ist wirklich großartig. So. Dann haben wir ja Butter ohne Ende. Nee, plus drei Stück. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ich habe die hier schon irgendwie aufgespießt. Ich muss mir mal angewöhnen, das Standard in den Kühlschrank zu packen. Übrigens hätte ich hier, weil mein Küchentisch voll ist. Ich werde das auch gar nicht großartig verräumen. Ich muss es nämlich wieder einräumen. So. Ist das zu fassen? Golden Toast, ich habe bloß dieses kleine Stück gekriegt, die hatten nichts mehr. Also es war Wahnsinn, das ist wirklich der absolute Wahnsinn gewesen. Gut, es ist Silvester, wenn ihr das hier seht, aber die ganzen Läden waren so voll, also von wegen hier Sicherheitsabstand, das kannst du so vergessen, das ist so lachhaft. Die ganzen Gaststätten und alles wird zugemacht, da darf keiner rein, da darf keiner knallen, weiß der Geier noch was. Es gab sowieso keine Feuerwerkskörper, obwohl ich eigentlich welche hätten kaufen können. Ich habe noch welche im Keller massig liegen. Aber in den Läden, wo du Essen einkaufen kannst, Unmengen, also wirklich Unmengen an Leuten und dicht an dicht gedrängt. Das ist wirklich zum Weinen. Dann haben wir hier Surimi-Sticks mit Cocktail-Dip. Also das ist wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, was der Cocktail-Dip sein soll. Wahrscheinlich irgend sowas. Ach, was weiß ich. Das ist, ich weiß es wirklich nicht. Mein Gott, das ist halt kein Wasabi. Das ist meistens so eine orange Pampe, die jetzt nicht mal wirklich toll schmeckt, großartig, aber egal. So, dann haben wir hier Käseländer, leicht 2. Das mit dem leicht ist mir egal gewesen. Ich bin einfach ein Käseliebhaber gewesen. Und auch wenn ich davon überzeugt bin, dass ich jetzt die nächsten Tage ohne Käse ausgekommen wäre, habe ich mir trotzdem noch welchen geholt. Also, so, Delikates Jagdwurst. Übrigens mal von einer anderen Sorte, nicht von Gutes Land, sondern von Lutz, wenn ich das richtig sehe. Traditionell seit 1891. Fein. Sieht ein bisschen anders aus, irgendwie so ein bisschen gröber, also so ein bisschen blass. Aber das muss nicht viel ausmachen. Das ist halt wirklich so, ja, ich will mal sagen, keine billige Jagdwurst unbedingt, aber diese anderen, ihr wisst ja, Essen wird meistens so präsentiert, dass es meistens sehr lecker aussieht. Also auch in, nicht bloß in der Werbung, sondern auch so, das muss ja ansprechend werden mit Farben. Und das hier wirkt eher so trist, aber das hat nichts zu bedeuten, die schmeckt genauso. Und dann haben wir hier noch das, worauf ich nicht so verzichten kann, Listerin, weil ich gerne mir nach dem Zähneputzen den Mund ausspüle und Listerin tatsächlich, muss ich sagen, extrem gut ist. Ich habe zwar noch solches Odol-Zeug, aber das Zeug brennt nur an der Kehle. Und das besteht auch aus dieser Porzellanbehältnis, dieses, naja, ihr wisst ja, wie das, wie soll ich, so weiß Glas jedenfalls, das schmeißt du einmal runter. Das ist mir einmal passiert.
Und dann sind da so ganz feine kleine Splitterchen, die siehst du gar nicht. Und dann kannst du noch hoffen, dass du Hausschuhe an hast. Ah ja. Da findest du noch nach Wochen welche. Und zu guter Letzt natürlich noch die Bananen. Dieses Mal übrigens. Dieses über. Naja, sicher. Bräunliche Bananen, die hatten keine bräunlichen mehr. Ich weiß nicht, die haben irgendwie jetzt wahrscheinlich die ganzen guten Sachen vorgelegt. Weil die ja jetzt zumachen die nächsten 2 Tage. Also ja, heute Abend, morgen, übermorgen. Nee, warte mal. Eigentlich bloß morgen. Am 1. ist Feiertag. Warte mal. Nee, heute ist Donnerstag. Oh Gott, ich bin völlig in der Zeitpartie. Ja, heute ist Donnerstag, dann ist Freitag, Samstag ist offen und Sonntag ist wieder Feiertag. Jedenfalls hatten die keine alten Bananen, sonst hätte ich die geholt. So. Was hat mich das Ganze gekostet? Ich glaube, ich weiß es sogar noch. Das waren 15 Euro und... Ja, 15,06 €. Naja. Gut. Das war so ein kleiner Mini-Einkauf im Großen und Ganzen. Was kann ich über dieses Jahr sagen? Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass dieses Jahr zum einen Teil gut, zum anderen Teil beschissen war. Gut für mich, weil aufgrund des Homeoffices die Arbeit im Großen und Ganzen etwas stressfreier war von der Quantität her, weil wir halt wirklich nicht mehr diese unglaubliche Menge hatten, was ich ganz schnell ändern kann. Schlecht, weil uns die Arbeitsverhältnisse aber auch erschwert wurden. Also jetzt kann man streiten, was gut oder schlecht ist davon. Es hat beides seine Pros und Kontras. Aber schlecht war es auf jeden Fall für Leute, die im Einzelhandel arbeiten. Das weiß ich zu 100% aus eigener Erfahrung. Also da hat es bei uns wirklich einige erwischt, die haben wirklich dicht gemacht. Und ich habe gestern noch mit meiner, ich sag mal Blumentante, also die Verkäuferin gesprochen, ja, Gärtnerei. Und die meint auch, es ist ganz schlimm, also Postboten oder Hermes-Versandleute oder DHL, was auch immer, diese Leute, die immer mit ihren Päckchen angefahren kommen, da habe ich erstmal erfahren, dass die unheimlich wenig verdienen, also ich glaube, die kriegen auch bloß den Mindestlohn, diese Fahrer, und dass die quer durchs Gemüsebeet fahren müssen, kann man so sagen, wirklich teilweise in die Blocks bis hoch rennen müssen, die Treppe, weil die Leute zu faul sind, mal runterzukommen. Und dann wieder loszumachen. In die unbekanntesten Orte und kleinen Dörfchen, die keiner kennt. Es ist wirklich ganz furchtbar. Also ich bin also diese Leute nicht um ihren Job. Aber irgendjemand muss es halt machen. Also ich würde es echt nicht machen wollen, ganz ehrlich. Des Weiteren die Schule. Ich habe ja Nichte und Neffe. Und ich habe auch von anderen gehört, dass also Arbeitskollegen, deren Kinder zu Hause sind, weil die Schule halt dicht gemacht worden ist aufgrund der Pandemie. Und alle haben die gleiche Meinung vertreten, die ich gefragt habe, man müsste dieses Schuljahr eigentlich komplett wiederholen. Die haben zwar ihre Arbeitsblätter gekriegt im Großen und Ganzen, aber eigentlich ist das Ganze wirklich sinnlos. Denn sind wir mal ehrlich, die Mütter oder Väter sind arbeiten, je nachdem, oder haben Homeoffice, die haben die Zeit, dort ständig zu gucken. Und lass mal ein Kind Schularbeiten alleine machen, wenn es das gar nicht wirklich machen muss, beziehungsweise mit anderen Dingen sich beschäftigt. Das funktioniert nicht. Also die sind völlig unkonzentriert. Ich persönlich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn es zum Beispiel jetzt um Hausaufgaben gegangen ist. Ich war ja auch mal in der Schule gewesen. Ich war kein Fan von Hausaufgaben. Also wirklich nicht. Ich habe die meistens einfach gelassen und dann eben entsprechend den Ärger gekriegt. Wie ist das dann erst, wenn du so 40 Arbeitsblätter kriegst und die dann abarbeiten musst und du bist doch so ein kleiner Stepsel? Und das sind wirklich nervige Aufgaben. Ich habe mir das mal angeguckt bei meiner Schwester und das ist wirklich furchtbar nervig. Also technisch gesehen ist es wirklich so, man müsste das ganze Jahr wiederholen. So, des Weiteren, seid nicht böse darüber, wenn ich nicht immer auf alle Kommentare sofort antworte. Wenn das der Fall ist, dann entweder, weil der Kommentar schon unzählige Male gestellt worden ist und ich eigentlich die Frage schon beantwortet habe, oder weil ich es schlecht gesehen habe. Also manchmal habe ich auch Kommentare, die kriege ich gar nicht mit. Und manchmal habe ich auch Kommentare, wie gesagt, die landen im Spam-Ordner, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt. Ich sehe dann bloß mal die Anzeige, aber die sind dann nicht unter den Videos. Also nicht, dass ihr denkt, ich lösche irgendwas, das habe ich schon mal gesagt. Daher hier nochmal die Frage zu beantworten, weil ich oft immer wieder mal gefragt werde, was machst du eigentlich beruflich? Ich bin gelernter Beikoch und ich arbeite in einer Küche. Was mache ich dort? Im Großen und Ganzen die Drecksarbeit erledigen. Das ist eigentlich wirklich alles. Ins Detail gehe ich jetzt nicht aus Betriebsgeheimheitsgründen und weil ich ehrlich gesagt auch keine Lust habe, euch damit zu behelligen. Aber wer meine Kochkünste kennt, der weiß ja,
Ich bin ein hervorragender Koch. Geschmacklich zumindest, geschmacklich. Das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes neues Jahr 2021 und wir sehen uns dann im nächsten Jahr irgendwann irgendwie zum nächsten Video, wenn ihr wollt, wie ihr das wollt. Ich persönlich mache so weiter wie bisher. Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Wie gesagt, ich hätte noch irgendwas jetzt machen können, wie so Wachsgießen oder Bleigießen. Nee, Bleigießen geht ja gar nicht mehr. Wachsgießen wollte ich aber auch nicht, das ist mir zu blöd gewesen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, mein Gott, ja. Ich hatte ja einiges versprochen im Dezember. Wir haben ja zwar diese Gans gemacht, aber ich wollte ja auch Plätzchen machen. Das hat ja so gar nicht funktioniert, wie ich mir das dachte. Das werde ich nachholen. Also da werden die Plätzchen halt mal im Januar oder im Februar kommen. Ich habe keine Ahnung. Also die sind nicht vergessen. Das ist halt bloß nicht geworden. Also ich hatte wirklich keine Zeit. Es ist wirklich schlimm gewesen. Also im Dezember hatte ich, glaube ich, insgesamt 4 Tage frei. Ja, das kommt ungefähr hin. 4 Tage frei und zwischendurch musste noch Wäsche waschen, musste zwischendurch mal aufräumen, auch mal deine Eltern besuchen, je nachdem. Und naja, es steht halt irgendwas immer an. Und da ist man dann irgendwie nicht so ambitioniert, aber vergessen ist es auf keinen Fall. Gut, das soll jetzt aber wirklich endgültig gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Jahr und tschüss.